Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es über eine Theorie, wie man gefallene Helden und Schurken ins MCU wieder zurück einsetzen könnten. Fangen wir also direkt an. Die Theorie besagt, dass gefallene Helden oder Schurken als Skrulls zurückkommen bzw. ersetzt werden könnten. Aber Helden wie Tony, Natasha und Steve kommen hundertprozentig nicht zurück. Ich wollte euch keine Hoffnung machen. Die drei sind tot, also Steve ist alt, aber der stirbt ja bald. Also die drei sind tot und die kommen nicht wieder zurück. Die starben aus einem guten Grund. Ich wollte euch keine Hoffnung machen. Aber man könnte tote Helden und Schurken wie Phil Coulson oder Mysterio ersetzen mit Skrulls. Oder auch verletzte Helden oder vielleicht auch Helden oder Schurken natürlich, die im Koma liegen, könnte man somit ersetzen. Wenn ein Held, ein Schurke oder zum Beispiel ein Shield-Agent im Weltall sein muss, dann kann ein Skrull ihn auf der Erde ersetzen. Und wie wir in Far From Home sehen, Nick Fury und Maria Hill waren ja die ganze Zeit auf der Weltraumstation. Und was die ist, dazu komme ich gleich. Also, Nick Fury und Maria Hill wollen, glaube ich, meiner Meinung nach, eine Weltallabteilung für Shield mithilfe der Skrulls gründen. Und in den Comics gibt es so eine Abteilung. Und die heißt S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. Shield. Macht ja auch Sinn. Und die steht für die Sentient World Observation and Response Department. Übersetzt, die Abteilung für Beobachtung und Reaktion der Empfindungswelt. Und ich glaube, dass Fury und Hill S.W.O.R.D. in Phase 5 gründen werden, da das MCU immer kosmischer wird, mit Filmen wie Thor 4, The Eternals und den Guardians of the Galaxy. Und dadurch wird es auch eine sehr große Spaltung in der Skrull-Gesellschaft geben. Es wird die einen Skrulls geben, die den Menschen helfen wollen, S.W.O.R.D. zu gründen. Und es wird dann die anderen Skrulls geben, die die Erde heimlich unterwandern wollen. Und somit könnte man dann die Secret Invasion für Avengers 5 oder New Avengers 1 oder was auch immer einbauen. Also das ist dann das nächste große Event des MCUs, was ich richtig gut finden würde, denn die Secret Invasion ist eine sehr gute Storyline in den Comics. Also, um das alles zusammenzufassen: Man nutzt die Skrulls, um gefallene, verletzte oder kranke Helden für eine gewisse Zeitperiode auf der Erde zu ersetzen. Nick Fury und Maria Hill haben dann somit Kontakte zu einer sehr großen Skrull-Gemeinschaft, die für Hilfe immer bereit ist. Und jetzt gibt es auch ein Bündnis zwischen Fury bzw. S.H.I.E.L.D. und den Skrulls. Und das wird dann zur Raum- und Weltabteilung von S.H.I.E.L.D., auch genannt S.W.O.R.D., führen. Und es gibt schon S.W.O.R.D.-Agenten im MCU, also schon Kandidaten, wie zum Beispiel Captain Marvel, die Guardians of the Galaxy, vielleicht sogar Lady Thor oder der normale Thor und vielleicht in der Zukunft Nova oder der Silver Surfer. Wir werden noch sehen, was aus S.W.O.R.D. wird und aus den ganzen Skrulls, aber das ist eine sehr gute Theorie und somit könnte man auch das Spider-Man-Problem gerade lösen, denn am Ende von Far From Home weiß ja die ganze Welt, wer Spider-Man ist und somit könnte man einen Skrull einbauen, ihn wie Peter Parker aussehen lassen und Peter Parker könnte dann in Spider-Man-Kostüm auftauchen und dann könnte die ganze Welt sehen, Peter Parker steht neben Spider-Man und damit kann Spider-Man ja nicht Peter Parker sein. Das war's. Wie tote Helden oder Schurken ins MCU zurückkehren könnten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst nicht, nur wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.